Hey liebe Zuschauer, heute gibt es zum ersten Mal ein Video-Review zu einem leichten Outdoor-Schuh. Und zwar habe ich hier von Hikes den Black Eagle Athletic 2.0 in der Gore-Tex-Variante. Der hat meinen Lowa Sapphire abgelöst, nicht weil ich den nicht gut finde, sondern weil ich einfach mal was Neues ausprobieren wollte. Und was ich an dem Schuh gut finde und was nicht, das erfahrt ihr jetzt im Video. Also viel Spaß! Der Black Eagle Athletic 2.0 ist ein leichter, sportlicher Schuh für Beruf und Freizeit, der mit einem geringen Gewicht und einem relativ robusten Design einen guten Allrounder bildet. Durch den Mix von Velourleder und Textil entsteht die nötige Robustheit, ohne dabei das luftige Tragegefühl zu verlieren. Außerdem wird so ein Gewicht von nur 575 Gramm pro Schuh bei Größe 43 erreicht. Zusätzlich habe ich den Schuh in der Gore-Tex-Variante gewählt, so werden die Füße bei kleineren Pfützen oder Bachquerungen nicht sofort nass. Wer zu Schweißfüßen neigt und die Schuhe für den Sommer nutzen möchte, der sollte vielleicht auf die Gore-Tex-Membran verzichten. Da der Stiefel aber nur knöchelhoch ist, kann aber auch mit der Gore-Tex-Membran jeder Fehltritt zu nassen Füßen führen. Zum Schutz vor mechanischen Einwirkungen und Abnutzung gibt es lediglich eine aufgesetzte Überkappe aus Kunststoff. Die Fersenschale zur Stabilisierung im Inneren bietet allerdings auch etwas Schutz. Die rutschfeste Sohle ist wie von Hikes gewohnt sehr griffig und läuft sich schon ab dem ersten Tag sehr angenehm. Einlaufen muss man den Schuh aber trotzdem etwas. Laut Hikes wurde der Dämpfungsgrad der Sohle auf den menschlichen Bewegungsapparat abgestimmt und soll so Gelenke und Bandscheiben schonen. Nur zur Information. Die Abnutzung bzw. Widerstandsfähigkeit der Sohle ist gut und ich habe nach einem Sommer bis in den Herbst hinein keine großen Abriebstellen am Schuh oder Schlimmeres. Hier muss ich allerdings dazu sagen, dass ich wenig auf Asphalt gelaufen bin, sondern eher auf Waldboden und geschotterten oder steinigen Wanderwegen. Die Schnürung ist einfach gehalten, kommt ohne Haken und wie der ganze Schuh auch ohne Metall aus. Dazu gibt es noch ein Schnellschnürsystem, das ich schon von meinem Hike Scout kannte. Einfach festziehen und fertig. Zum Lösen am Schieber greifen und in Schieberrichtung öffnen. Wer das System nicht mag, der kann es einfach entfernen und die Schuhe natürlich auch ganz normal schnüren. Oben in der Lasche gibt es praktischerweise noch ein Klettverschlussfach, um die Überlängen zu verstauen. Beim nächsten Modell würde ich mir hier allerdings etwas mehr Klett wünschen. Gehen wir noch ins Innere, bevor es zum Fazit geht. Hier haben wir rund um den Knöchel und über die komplette Lasche eine angenehme, leichte und luftige Polsterung. Der graue Futterstoff ist sehr abriebfest und weist noch keine Abriebspuren auf. Außerdem ist der Stoff relativ glatt, was auch zu dem guten Tragekomfort beiträgt. Was weniger glatt ist, ist die Naht in der Fersenschale. Hier hätte ich mir einen Fersenriemen wie beim Hikes KSK Elite gewünscht. Ohne die nötige Hornhaut wird es bei dem einen oder anderen hier zu Blasen kommen. Zu guter Letzt noch die Einlegesohlen, die ich bei den Hikes-Schuhen wirklich sehr gut finde, da sie nicht einfach nur aus optischen Gründen dabei sind, sondern auch etwas dämpfen und antibakteriell sind. Kleiner Tipp, die Einlegesohlen nach dem Ausziehen auch immer rausnehmen, um Schimmelbildung zu verhindern. Kommen wir jetzt zum Fazit. Ja, liebe Zuschauer, das war der Black Eagle Athletic 2.0 von Hikes. Mir gefällt der Schuh sehr gut, bis auf ein paar kleine Ausnahmen, zu denen ich gleich komme. Gut gefallen hat mir auf jeden Fall das Design und die Optik. Von allem etwas, sportlicher Schuh, leichter Schutz. Also ist auf jeden Fall eine gute Alternative zum Lowa Sapphire. Wobei ich sagen muss, dass mir das Schutzgefühl beim Lowa Sapphire ein bisschen besser gefällt. Dafür ist der Hikes aber nochmal eine Nummer sportlicher. Verarbeitungsqualität, Materialien fand ich auch sehr gut. Ich habe da bis jetzt noch keine Mängel feststellen können. Sollte sich das ändern, werdet ihr es auf jeden Fall erfahren. Jetzt zu den negativen Punkten. Ja, hier hat mir nicht so gut gefallen, wie beim Lowa auch, die Schwachstelle, wenn man den Fuß abknickt. Da ist eine Naht und die ist bei dem Hikes auch an derselben Stelle verarbeitet worden. Ob die jetzt beim Hikes auch aufreißen wird wie beim Lowa, das weiß ich nicht. Das werde ich dann sehen. Ich lasse es euch auf jeden Fall dann wissen. Hätte ich auf jeden Fall da an der Stelle nicht mehr so verarbeitet. Dann noch die Fersennaht, die ist am Anfang ein bisschen rau, wie gesagt, da wäre dann so ein Fersenriemen nicht schlecht gewesen. Das ist aber auch nur am Anfang so, später geht es dann, also es ist kein dauerhafter negativer Punkt, sage ich mal. Und ja, das war es eigentlich schon wieder, sonst habe ich keine negativen Punkte. Ich finde den Stiefel sehr gut, schön leicht,
lässt sich angenehm tragen, ist so ein guter Allrounder, sage ich mal, für den Alltag auch. Und ja, schreibt mal unten in die Comments, was ihr so für Stiefel oder Schuhreviews haben wollt, welche Punkte sind euch da wichtig, dass ich beim nächsten Mal vielleicht noch ein bisschen was verbessern kann. Also macht's gut und bis demnächst. Ciao.